Dein Ernst? Wir streiten uns hier gerade und du halbnackte Frau klopfst an meine Tür? Das ist wieder das Spiel, ne? Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video und heute zu einem ganz besonderen, weil ich spiele heute das erste Mal mit meinem neuen PC. Ich habe ein mega cooles Ding hier aufgebaut und mit meiner neuen Kamera und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das alles funktioniert. Also wenn die Einstellungen alle noch nicht so perfekt sind vom Ton und von der Kamera, dann wie gesagt, ich lerne noch und um ein bisschen mehr Realität reinzubringen, geht es mir momentan sehr, sehr schlecht. Also ich habe wieder einen Schub an meinen psychischen und chronischen Erkrankungen. Und deswegen habe ich auch gedacht, mache ich mich heute nicht besonders schön, zeige mich mal mit Pickel und ehrlichem Content. Aber ich hatte trotzdem Lust aufzunehmen, obwohl ich sehr traurig bin und sehr viel weine momentan, hatte ich trotzdem den Wunsch, mich ein bisschen abzulenken und in unsere Familie reinzugucken. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß an diesem Part habt und ich glaube, dass meine Familie mich auch aufmuntern wird, auch wenn der letzte Part sehr traurig war. Ja, und ich will euch auch gar nicht ein Kotelett ans Ohr labern, ne? Ich habe hier einen super Pulli an, fresst meinen Sternstaub, ihr Langweiler. Also, ich versuche mich auch aufzubauen. Wir gehen ins Spiel gleich rein und wir starten mit diesem verstörenden Bild. Malia kommt nach Hause und schaufelt mit ihrem Hochzeitskleid erstmal Schnee. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie gut sie drauf ist. Glatt und glänzend, frisch verheiratet, erster Kuss, gute Gesellschaft, etc. Und ganz am Ende kommt erst traurig, Witwe, Verlust in der Familie. Also, ja, ich check sie gerade nicht so ganz, aber gut. Ihr dürft auch jetzt endlich ein nicht stockendes Bild, höchste Grafik und Qualität genießen. Für mich ist das gerade ein ganz neues Sims-Spiel. Ja, und ich habe noch eine schockierende und überraschende Veränderung für euch. Ich komme nach Hause und da altert einfach mal der Tore und die Carrie. Und das ist die neue alte Carrie. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Ich war äußerst geschockt, als ich ihren Skin runtergenommen habe. Was dabei rumkam an alter Frau. Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, ja, Wahnsinn, was diese Skins bewirken. Egal in welchem Alter. Aber ich wollte ja auch ein bisschen mehr Realismus haben. Ich habe extra ihre Frisur gelassen, einfach weil ich finde, die passt und gehört zu Carrie. Auf jeden Fall ist Carrie jetzt ein Senior und das ist ihre Alltag, Abend, Sport. Ja, und die weiteren Outfits. Und ich habe eigentlich versucht, sie doch relativ schick zu lassen, weil sie ja doch eine schicke Lady ist. Und es ist noch jemand gealtert. Unser süßer Tore. Und ich habe ja gesagt, und erstmal vielen Dank für eure ganzen Bewertungen. Das war eindeutig. Also alle, wirklich alle haben für Beach Boy abgestimmt. Und deswegen habe ich mir Mühe gegeben, ihn einigermaßen braun zu gestalten und ihm ein legeres Outfit zu geben. Und ich weiß jetzt nicht, also wenn ihr sagt, die längeren Haare gehen gar nicht, dann können wir auch gerne mal was anderes ausprobieren. Aber ich finde das total cool mit diesen Dreads da drin. Und ich finde ihn trotzdem total schnucklig. Also das ist jetzt sein Alltagsoutfit. Abend, Sport. Ja, ich finde, er ist schon ein kleines, süßes Sahneschnittchen. Das ist Party-Outfit. Ja, Bade, Heißwetter und kalt.
Und ich hoffe, er gefällt euch. Ich habe ihm noch das Merkmal sprunghaft gegeben, weil ich, wie gesagt, ihn ja sehr in diesem Beach Boy Flirt Mannequin sehe. Und da unser Urlaub in 13 Stunden vorbei ist, habe ich mir auch überlegt, das ist zum Beispiel auch ein super Bild, habe ich mir überlegt, dass er auch in diesem Part noch ausziehen wird. Und dann werden wir ihm auf jeden Fall noch eine hübsche Hut suchen. Und du stinkst ganz schön. Du könntest mal baden gehen. Da. Was ist mit ihr los? Okay. Jonna dreht durch und hat Pickel und... Ja, warum duscht er nicht? Ja, dann zieh dir dann... Sie will unbedingt ihr Bärenkostüm anziehen, dann zieh dein Bärenkostüm an. So. Ist auch so der Knaller, ey. Sie macht sich das schick, während ihre Tochter total abdreht. Ja, und ich denke auch im nächsten Part werden die Mädels altern, weil Runa steht kurz vor Ende und die anderen beiden auch. Und da sie ja eigentlich quasi gleich alt sind... Jonna, du machst mich crazy, ehrlich. Ich weiß nicht, was dein Problem... Wo ist denn hier ein Monster? Wo? Jonna. Jonna, geh schlafen. Jonna dreht durch, während Malia sich selbst entdeckt. Leute, was ist das hier für eine schräge Familie? Dein Mann ist gerade gestorben und du guckst dich im Spiegel an, weil du dich so toll findest. Okay, ich muss es nicht verstehen. Wie wäre es, wenn du doch erstmal dein Outfit mal änderst? Ich meine, möchtest du... Ja, das anbehalten. Möchtest du als ewig jetzt als Dings rumlaufen? So, dann geh doch mal ins Bett oder mach ein Nickerchen. Versuch dich ein bisschen zu entspannen. Ja, und da ja leider meine alten Videos nicht mehr vorhanden sind, habe ich etwas anderes jetzt beschlossen. Wer die Zusammenfassung gesehen hat, warum ist er immer noch hier? Ja. Das Problem ist, wenn ich ihn lösche, dann taucht er ja auch nicht mehr als ihr Witwer aus. Wer die verpasst hat, diese Rückschau, es gibt ja leider die Videos nicht mehr, die waren wirklich grandios. Carrie ist ja die Tante von Malia und Carrie hat mit Malias Vater geschlafen und daraufhin ist Tore entstanden, was aber keiner weiß. Alle denken, Tore ist noch der Sohn von Mortimer, den Carrie ja umgebracht hat und mit dem sie auch drei Kinder gekriegt hat, ne? Also Joey und die beiden anderen. Ich möchte, dass Carrie im letzten Zeitraum ihres Alters, das sagt, ich kann mit dieser Lüge nicht mehr leben, ich möchte ihm die Wahrheit sagen und es ihm sagt. Ihm sagt hierzu, Mortimer war nie dein Vater. Es war Thorn. Und ich denke, für Tore wird das ein ziemlicher Schock sein. Aber ich möchte auch, dass Malia das erfährt. Weil Malia war die Tochter von Thorn und Malia hat Thorn über alles geliebt. Und ich glaube, für Malia wäre das ein Schock, weil Carrie ist ihre Tante und dass Carrie quasi mit dem Vater, mit ihrem Vater geschlafen hat und ihre Mutter ja im Endeffekt, die ja sehr früh gestorben ist in einem Autounfall, so hintergangen hat. Ich glaube auch, Malia würde niemals denken, dass Thorn das freiwillig gemacht hat, weil sie sich denkt, Thorn war meiner Mutter immer treu und Thorn hat meine Mutter abgrundtief geliebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Malia das nicht gut vertragen würde. Ja, und da man das ja leider mit diesem
Vaterschaftstest jetzt gar nicht so machen kann, möchte ich, dass sie quasi jetzt ihm das beichtet. Ja, und ich möchte, dass Malia eigentlich so in der Nähe ist und das erfahrt. Und ja, sie wird ihm jetzt erstmal, genau, du wirst ihn jetzt erstmal wegen Ableben trösten. Es kommt ein Paket. wird ihm so sagen, Mensch, es tut mir total leid und ich bin so stolz auf dich, dass du jetzt so ein großer Junge bist. Und dann wird sie ihm... Gut, dass mein Mann heute das. Und dann wird sie ihm einen Rat geben und wird danach... Danke. Und wird danach... Man kann doch hier Geheimnis ausplaudern. Und ich möchte, dass Malia... Ich meine, sie ist alt, sie hört nicht so gut. Ich möchte, dass sie ihm das jetzt sagt. Und... Ja, ich möchte, dass sie ihm das jetzt erzählt. So. Und er... Oh, sie haben ein Gefühl erhalten. Aber das finde ich irgendwie süß. Ich hätte jetzt gedacht, er reagiert da total sauer drauf. Aber ich habe doch das Gefühl, sie erklärt es ihm vielleicht ein bisschen. Sie sagt ihm, ey, ich habe den so geliebt. Also ich denke auch, Carrie wird bis zu ihrem Lebensende keinen anderen Mann mehr haben. Das wird sie nicht. Und ich denke, sie wollte ihm einfach sagen, ey, du bist aus einer unglaublichen Liebe entstanden, die ich nie wieder erleben werde. Und ich habe den geliebt, auch wenn er der Mann meiner Schwester war. Und ich glaube, dass Tore schon geschockt ist, aber auch irgendwie dankbar, weil er sich denkt, okay, ich bin nicht der eine Bruder, ich meine, Marcel hat ja vorhin umgebracht, dass er sagt, ich bin nicht mit diesem so extrem blutverwandt, sagen wir mal so. Und ich finde es krass, dass sie daneben stand und wir tun jetzt wirklich einfach mal so, es passt, sie ist niedergeschlagen, dass sie das gerade gehört hat, dass sie es gerade erfahren hat und extrem geschockt ist. Und ich glaube, Malia macht sich gerade extrem Gedanken, wie soll sie mit diesem Wissen umgehen? Und das werden wir, denke ich, in dieser Folge noch erfahren, wie sie mit ihr umgehen wird, wie sie das verarbeiten will. Gut, ich würde sagen, dieser Urlaub ist durch. Wir hatten ein unglaublich, ja, krassen Urlaub. Und wir werden jetzt nach Hause fahren. Und ich denke, Mama Lia wird auf der Reise, weil ich meine, Mount Comoraby ist ja schon ein bisschen weg, im Flugzeug nachdenken, was sie tun soll. Ja, und von wir waren im Schnee zu wir fahren nach Hause und es liegt Schnee. Wir sind wieder zu Hause, ihr Lieben. Und darüber freue ich mich sehr. Und ich denke mal, Malia wird jetzt erstmal sich bei ihrer Agentur melden und fragen hier, was gibt's Neues, was kann ich tun. Wir hatten eigentlich, kann man sagen, wir hatten guten Urlaub? Nein. Wir hatten keinen guten Urlaub. Du kannst jetzt erstmal dein Haustier füttern. Ich hoffe nicht, dass es gestorben ist in der Zeit. Das wäre schon arg peinlich, wenn Leckerli... Hallo Leckerli! Wenn Leckerli tot wäre. Oh Mann! Oh, ist das süß. Ja. Und... Ich denke mal, wir werden jetzt gleich erstmal ein neues Zuhause suchen für den Shinogi-Butz.
und werden dann mal schauen, wo es hingeht. Ich bin sehr gespannt. Wow, Leute, guckt euch das an. Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen an dem Ding rumtüfteln, weil ich möchte, dass da zum Beispiel ein ganz langer Steg hinkommt. Und auch die Inneneinrichtung werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ändern. Die passt jetzt nicht so perfekt zu ihm. Aber das ist jetzt erstmal sein Grundstück. Wir werden ihn auf jeden Fall noch mal besuchen gehen, auch dann, wenn ich das alles umgedingst habe. Ich möchte auf jeden Fall, dass er das sich einpflanzt, dass er für Musik spielen geht und vielleicht auch so eine Art Streamer wird, der am Strand Videos aufnimmt. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute, mein Schatz. Und ich werde jetzt im Off-Ding nochmal sein Ding umbauen und werde euch das dann nochmal zeigen. Und euch auch, natürlich werden wir auch mal, ja, geh einen abfurzen. Mach einen auf Lorelei vorn. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal bei ihm rumgucken. Und wenn ihr Story-Ideen habt, die wir mit ihm spielen sollen, immer her damit. So, die Kinder sind weg. Die beiden sind alleine. Meine Couch ist verschwunden. Und last but not least gibt es jetzt den Fights aller Fights. Was können wir denn bei Drama von Ski machen? Ich meine, das ist ein Beziehungs... Call es Mitch. Hygiene beleidigen. Genau, das kannst du erstmal machen, weil sie sich ja in die Hose gepieselt hat. Hör auf zu heulen. Schrei sie an. Jetzt mal sagen, ey, du alte Omi, du stinkst. Geh dich mal. Sie beleidigt ihre Hygiene und sie geht erstmal in die Badewanne. Oh, das finde ich gut. Nein, ich will, dass sie jetzt, ihr sagt, Carrie, ich habe alles gehört. Alles. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Du hast, genau, machen wir mal über Erziehung streiten. Ich habe dir vertraut. Ich meine, die Beziehung zwischen den beiden war nie wirklich gut. Aber ich möchte, dass sie ihr jetzt so richtig, richtig die Leviten liest. Und sagt, weißt du was? Du bist meine Tante. Und sie sagt, oh, ich habe ihn aber geliebt. Und er hat mich geliebt. Und das war wahre Liebe. Und du hast doch gar keine Ahnung. Und natürlich habe ich deine Mutter geliebt, meine Schwester. Aber wir haben uns geliebt. Und sie sagt, niemals hat Thorn dich geliebt. Niemals. Mein Vater hätte mir das niemals angetan. Du hast einfach sowas hinter meinem Rücken begangen. Was bist du für eine... Ja, du gehst ganz sicher jetzt nicht kochen. Wir streiten hier, da wird nicht gekocht. Niemals hätte er das getan. Niemals hätte mein Vater mir das angetan. Was hast du ihm in den Drink gemischt? Ich meine, schließlich hat der Sohn von Carrie, Malia, ja auch mal was in den Drink gemischt, um sie ja, anzumachen. Und das traut sie, glaube ich, der Mutter genauso zu. Brüllt sie an. Und ich möchte echt, dass es so weit geht, dass sie rausschmeißt. Und dass daraufhin Carrie sagt, what? Das ist genau so mein Haus wie dein Haus. Und Malia sagt, nö. Ich bin die, die hier das meiste Geld verdient hat durch meine Arbeit. Obwohl Carrie auch schon viel verdient hat durch ihre Arbeit. Ja, und ich bin noch ein bisschen am Kämpfen. Natürlich möchte ich, dass sie sie jetzt rausschmeißt. Also erstmal möchte ich, dass die fragen, was sie für ein Problem hat. Das finde ich auch interessant. Das finde ich cool. Das ist auch von dem... Dein Ernst? Wir streiten uns hier gerade und du, halbnackte Frau, klopfst an meine Tür. Das ist wieder das Spiel, ne? Abscheuliche Konfrontation. Oh Leute, ich liebe... Ja, du hast den Liebesblues da, ich merke das schon.
Warum fragst du so blöd? Es ist doch wohl kaum zu übersehen, dass ich ein bisschen sauer bin. Upsi! Aua! Ja, und jetzt möchte ich, dass du zum Feind erklären. Sagen wir, wir sind... Lenny, wir haben gerade keine Zeit, wir müssen deine Mutter zum Feind erklären. Zum Feind erklären, weil das kann Malia ihr nicht verziehen. Zwischen Carrie und Malia ist es jetzt außen vorbei. Sie sind Feinde. So, und jetzt gucken wir mal hier in die Emotionen. Verbitterung. Malia und Carrie haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Der Konflikt ist nicht geklärt und die Spannung ist hoch, zumindest nach Ansicht von Malia. Es ist enttäuschend, eine einst starke Beziehung zerbrückt. Die hatten nie eine starke Beziehung. Malia wünscht sich, die Dinge wären anders gelaufen und sie fragt, ob Carrie wohl genauso denkt. Was denkt Carrie? Verletzt. Groll nach einem Streit. Schwellender Groll. Das ist so grandios. Ich liebe diese Leiste, ne? So, wir werden die rausschmeißen. Auf jeden Fall. Meine Frage an euch ist nur... Hallo, Pixel. Die Frage ist nur an euch. Soll Runa bei uns bleiben? Oder soll Runa mitgehen? Ich meine, Runa ist Carries Tochter. Das wäre schon richtig. Aber Speckles hat sich kürzlich gepaart. Hä? Wo? Nein, die Frage ist halt einfach nur... Nein, du plauderst nicht mit ihr. Die Frage ist einfach nur, wollt ihr Guna weiter erleben oder sagt ihr erstmal raus oder gucken, ob die später wieder dazu kommt? Das wäre so meine Frage, wo ich euch bitte, dass ihr da nochmal eine Rückmeldung gebt. Also so, Runa wird jetzt früher nach Hause gerufen, weil Carrie sich sagt, wir gehen. Obwohl ich glaube, dass Carrie das nicht so auf sich sitzen lassen wird. Weil Carrie sich sagt, das ist genauso mein Haus. Ich habe genauso viel reingezahlt und ich denke, da wird es noch Diskussionen geben. Auf jeden Fall werden wir die beiden erstmal rausschmeißen und Carrie wird sich auch... Ja, die wird schon hier Geld abzwacken. Okay, ihr Lieben. Und damit sind wir hier in ihrer neuen Wohnung. Ich werde die auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen umgestalten, weil wir ja auf jeden Fall noch ein Zimmer für Runa brauchen. Und werde das natürlich euch auch noch mal zeigen danach. Okay, was ein Part schon wieder und was eine verrückte Familie. Lasst bitte eure Gedanken da, ob Runa zu uns soll oder nicht. Ob wir bei Thorn auch mal, bei Tore auch mal rumgucken sollen, wie Malia sich jetzt verhalten soll. Nächsten Part werdet ihr euch auf eine riesen Überraschung freuen, denn die Mädels werden älter. Das heißt, wir haben endlich Teenager und dann geht die Party noch mehr ab, weil die Mädels, glaube ich, werden uns ordentlich auf Trab halten. Wie das mit dem Haus ist. Sollen wir raus aus dem Haus, weil Carrie da rein will? Also es ist sehr viel. Ich hoffe, ihr kriegt das alles runter und ja, mich hat es auf jeden Fall ein bisschen aufgeheitert zu spielen und ich hatte eine Menge doch Freude und Ablenkung, das brauche ich gerade und fühlt euch ganz doll gedrückt und ich freue mich aufs nächste Mal. Fühlt euch umärmelt. Eure Renia. Ciao.